Schwester Christina. Guten Morgen, Dr. Gruber. Ich freue mich, dass Sie hier sind und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen ersten Arbeitstag und dass Sie sich hier wohlfühlen. Vielen Dank, aber das wäre doch gar nicht nötig gewesen. Der Blumenstrauß ist doch wirklich schon genug. Und so eine gelungene Überraschung. Der Blumenstrauß. Genau wie die Karte. Auf eine gute Zusammenarbeit, Ihr Dr. Martin Gruber. Hätte gar nicht gedacht, dass Sie so eine altmodische Handschrift haben. Ich auch nicht. Der Strauß, die Rose. Ich dachte nämlich, mit einer Rose... Da kann man gar nichts falsch machen. Und noch dazu mit einer so schönen. Fast wie frisch gepflückt. Ja. Darf ich mich vorstellen? Roman Melchinger, der Vorgänger von Dr. Gruber. Und Ihre im Übrigen auch. Hans, was gibt's? Wir sind beide gerade im Gasthof verschwunden. Erst hat sie ihn vom Krankenhaus abgeholt. Dann sind sie hierher gefahren und jetzt sind sie seit gut 10 Minuten da drin. Aber was machst du? Du spielst unserer Mutter nach. Das darf doch nicht wahr sein. Und wie es ausschaut, habe ich allen Grund dazu. Hans, der Julius war schwer krank und du kennst doch die Mama. Niemand ist vor ihrer mütterlichen Sorge sicher. Hier draufdrücken. Dankeschön. Wissen Sie, ich wollte noch ein bisschen ausspannen, bevor es dann soweit ist. Ja, klar. Ich würde gerne Ihre Lymphknoten tasten, danke. Sie sind ein bisschen geschwollen. Sie haben leicht erhöhte Temperatur, ich würde auf einen Infekt tippen. Zuerst habe ich gedacht, das wäre nur einer von diesen Übelkeitsanfällen. Aber jetzt fühle ich mich eigentlich schon seit 2 Tagen so matt. Zeigen Sie mir doch mal Ihre Zunge. Rachen ist leicht gerötet. Gut, das Blut geht gleich ins Labor. In Ihrem Fall möchte ich extra vorsichtig sein, auch wegen dem Baby. So, dann hätten wir das. Kommen Sie. Wie heißt denn die Gynäkologin? Ich bin auf der Durchreise. Muss ich Ihnen aber einen Strich durch die Rechnung machen. Ich würde Ihnen vorschlagen, dass Sie sich hier in der Nähe irgendwo ein Zimmer suchen. Wir werden Ihnen morgen einen Termin machen in der Gynäkologie in Hall, ja? Wie kann ich Sie denn erreichen? Erreichen? Ja, erreichen. Wegen der Laborwerte. Ach so. Ich schreibe Ihnen meine Handynummer auf. Okay. Gut. Danke. Alles Gute. Los. Christina? Ja? Ja, das ist Frau Meilinger. Haben Sie mit ihr morgen einen Termin Krankenhaus gemacht? Termin? Naja, sie sollte mit Ihnen einen Termin vereinbaren. Die hat sich direkt verabschiedet und ist gegangen. Vor ein paar Minuten. Wieso? Was ist denn? Komisch. Irgendwas stimmt mit den beiden nicht. Sagt, sie ist privat versichert und will die Rechnung bar bezahlen. Die Versicherungskarte hatte sie natürlich vergessen. Soll ich trotzdem im Krankenhaus anrufen und für die Patientin einen Termin in der gynäkologischen machen? Ja, probieren müssen wir es. Versuchen Sie, Frau Meining übers Handy zu erreichen. Wobei, irgendetwas sagt mir, dass sie morgen nicht im Krankenhaus auftauchen wird. Aber wäre das bei einem Infekt denn so schlimm? Ich meine, es gibt doch keine Anzeichen für ein gynäkologisches Problem, oder? Nein. Das ist aber auch nicht der Punkt. In meiner ersten Woche als Assistenzarzt in New York, da kam eine junge, hochschwangere Frau zu mir in die Notaufnahme. Sie hatte die klassischen Symptome einer Grippe. Wir gaben ihr ein Antibiotikum. Es war alles gut, die Laborwerte waren auch gut. Und plötzlich ging es ihr schlecht. Viel schlechter. Bis wir herausgefunden haben, was es für ein Virus war. War es zu spät. Am nächsten Tag durfte ich dem Mann mitteilen, dass seine Frau und seine ungeborene Tochter verstorben waren. Verstehen Sie? Dann rufen Sie bitte das Labor an und stellen das Gespräch rüber. Ja. Übernachten? Verdammt nochmal, Franny!
Die sind bestimmt schon hinter mir her. Wir müssen weiter. Wir können nicht eher weiter, bis wir nicht sicher sein können, dass es dem Baby gut geht, Tobias. Ja, du hast ja recht. Mensch, diese verfluchten Schweine! Lass uns die Laborergebnisse abwarten, sicherheitshalber. Und dann überlegen wir in Ruhe, wie es weitergehen soll. In Ruhe, Franny! Mensch, die werden uns finden! Hier oben wird so schnell niemand nach uns suchen. Und dann überlegen wir, wo wir übernachten können. Okay? Kann man mir jemand sagen, was los ist? Gar nichts ist los. Aber ich möchte euch was mitteilen. Ich habe nämlich den Julius für morgen Abend zum Essen eingeladen. Ja. Er möchte jetzt mal meine ganze Familie kennenlernen, denn außer dem Martin kennt er euch zwei ja nur von dem, was ich ihnen erzählt habe. Also, ich weiß nicht. Ich find das eine wundervolle, großartige Idee, Mama. Oder, Hans? Ja. Eigentlich ist das eine großartige, wundervolle Idee. Nicht dieser berühmte Fotograf, dem du neulich das Leben gerettet hast? Genau der. Bist du etwa in ihn verliebt? Sag mal so, Lilly. Der Julius ist ein alter, sehr guter Freund von der Oma. Nicht mehr und nicht weniger, Lilly, gell? Ist gut, Hans. Und er ist ja nicht berühmt. Aber er hat mal eine Tournee von den Stones fotografiert. Echt? Und was sind die Stones? Ist? Das ist genau das Härteste am Vatersein. Jeden Tag kriegt man unter die Nase, kriegen, wie alt man schon ist. Einzige Rose. Martin, Rosen bilden eine Gemeinschaft, eine Familie. Da kann man nicht so einfach eine herausreißen. Roman, es war ein Notfall. Es tut mir leid. Jetzt komm schon. Außerdem brauche ich deinen Rat. So, was willst du denn wissen? Ein Mann in Hall, ich sag mal, so richtig schön essen gehen möchte. Wo geht man da hin? Mit richtig schön Essen, da meinst du vermutlich ein Restaurant, das gut genug ist, eine Frau zu beeindrucken. Möglicherweise sogar eine Frau, die vom Kochen selber jede Menge versteht. Psst. Roman, wir wollen essen gehen und sonst nichts. Ich finde es gut, wenn ihr beide mal ausgeht. So, findest du? Ja, finde ich. Wohin? Geh mit ins Restaurant Seeblick. Okay. Na, was darf ich dir bringen? Susanne, ich wollte dich fragen, ob ich ein kleines Bier haben kann. Klar. Ja, das war doch schon mal sehr gut. Oh Mann, ich bin einfach nicht locker, wenn du da sitzt. Verstehst du? Also, wenn du Hunger hast, kann ich dir nur noch einen Germknödel anbieten. Ich habe die Küche nämlich schon fast fertig. Danke, Leid. Susanne, ich wollte dich fragen, falls du übermorgen Zeit und Lust hast, wovon ich jetzt natürlich nicht ausgehen kann, es aber umso schöner wäre, wollte ich dich fragen, ob du übermorgen mit mir essen gehen möchtest. Gern. Sagen wir so um 7:30? Aber das ist perfekt. Ich hole dich dann ab, ja? Okay. Danke. Na bitte. Es geht doch. Hey.
Ich hab's mir überlegt, Franny. Ich werde mich stellen. Das ist das Beste für uns alle. Das Beste für uns alle? Dass ich unser Kind zur Welt bringe, während du unschuldig im Gefängnis sitzt? Wir haben uns doch schon so darauf gefreut, eine richtige kleine Familie zu sein. Das lassen wir uns doch von denen jetzt nicht kaputt machen. Vor allem nicht nach dem, was sie dir schon angetan haben. Du hast dich verteidigt, Tobias. Und es war nicht deine Schuld. Ja, aber du bist die Einzige, die mir das glaubt. Sie werden alle gegen mich aussagen. Alle. Er ist vielleicht tot. Franny, weißt du, was das heißt? Ja, ich weiß, was das heißt. Ich liebe dich, Franny. Franny Burkhardt. Und ich liebe dich, Tobias Reisinger. Die Laborergebnisse von Michael Meininger sind erlaubt. Tja, das ist ein völlig normales Blutbild mit, naja, ein paar ganz Schönheitsfehlern. Also ist sie gesund? Sie hat doch eindeutige Krankheitssymptome. Haben wahrscheinlich an der falschen Stelle gesucht. Und jetzt? Wir suchen die richtige Stelle und finden raus, was ihr wirklich fehlt. Dr. Gruber? Ja? Dr. Gruber? Oberfeldwebel Perzelmeier. Und das ist mein Kollege Stabsunteroffizier Zieber. Wir wurden vom Gebirgsjägerbataillon Mittenwald geschickt. Hätten Sie vielleicht kurz Zeit für uns? Natürlich. Ich bin offen gestanden etwas überrascht, dass die deutsche Bundeswehr hier bei uns zuständig ist. Ein Teil unseres Bataillons ist für ein halbes Jahr in der Nähe von Hall stationiert. Gemeinsame Manöver mit dem österreichischen Heer. Zuständig für unsere Leute sind wir hier trotzdem. Ich verstehe. Und was kann ich für Sie tun? Ja, wir suchen einen Wehrdienstleistenden, der gestern Morgen seinen Vorgesetzten vorsätzlich angegriffen hat und schwer verletzt hat. Und sich seitdem auf der Flucht befindet. Exakt. Nehmen Sie Platz. Ja, danke. Wie kommen Sie denn auf die Idee, dass ausgerechnet ich Ihnen bei der Suche helfen kann? Er ist nicht allein geflohen. Er hat seine hochschwangere Freundin mitgenommen. Tobias Reisinger und Franny Burkhardt. Ja, sie war hier, er nicht. Hat sie gesagt, wohin sie unterwegs ist? Ich denke, dass die beiden auf der Durchreise sind. Ich hatte einen Termin gemacht in der Klinik. Ich befürchte aber, dass sie den Termin nicht wahrnehmen werden. Sie? Ja. Ihren Schilderungen habe ich entnommen, dass die Dame in Begleitung ist. Also haben Sie doch beide gesehen? Falls sich die beiden nochmal bei Ihnen melden sollten, rufen Sie uns doch bitte umgehend an. Selbstverständlich, ja. In Ihrem eigenen Interesse. Praxis, Dr. Grube. Grube hier? Ich wollte fragen, was die Blutuntersuchung meiner Freundin ergeben hat. Meininger. Michaela Meininger. Herr Reisinger, eine kleine Gegenfrage. Warum war sie denn halt nicht zu dem vereinbarten Termin in der Klinik? Ihre Freundin Franny. Franny Burkhardt. Oder hat das am Ende etwas zu tun mit den beiden Feldjägern, die gerade in meiner Praxis waren und sie gesucht haben? Die sind schon hier? Ja, die waren gerade hier. Hören Sie mir zu, Herr Reisinger, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie sagen mir, wo Sie sind und ich komme zu Ihnen. Ich habe das Gefühl, dass Sie dringend jemanden brauchen, mit dem Sie reden können. Ich brauche überhaupt niemanden zum Reden. Wir brauchen überhaupt niemanden zum Reden. Und jetzt sagen Sie mir nicht, was mit Franny ist. Sie sind schließlich Ihr Arzt. Beruhigen Sie sich. Ich kann nicht sagen, was mit ihr ist oder dem Baby. Ich muss weitere Tests machen, dafür müssen Sie dringend herkommen. Na, damit dann da die Militärpolizei auf uns wartet, oder was? Herr Reisinger. Wissen Sie, wie es ihm geht? Wenn Sie die Person meinen, die Sie tätlich angegriffen haben, dann muss ich Sie enttäuschen. Nein. Ich habe niemanden angegriffen. Herr Reisinger, sind Sie vernünftig? Denken Sie an Ihre Freundin. Ich melde mich wieder bei Ihnen. Was hat er denn gesagt? Dass er noch ein paar Tests machen möchte. Wo würden Sie sich denn verstecken, wenn Sie auf der Flucht wären? Auf jeden Fall nicht in einem Hotel oder einer Pension. Da müssten Sie damit rechnen, sich auszuweisen. Und in Franys Zustand werden Sie auch nicht im Auto nächtigen. Also, ich würde mir irgendwas Abgeschiedenes suchen. Sowas wie eine leerstehende Berghütte oder ein unbewohntes Ferienhaus oder sowas. Auf alle Fälle etwas, wo es keine Nachbarn gibt, die Polizei rufen können. Hans, braucht Ihre Unterstützung. Ja, dann...
glaube, ich habe die beiden. Kennst du die Scheune oben bei der Blinzalt? Da sind sie. Okay. Dann komm ich da mal hin. Fahr du schon mal los, ich möchte das gerne alleine machen. Nee, die beiden sind einfach ein bisschen nervös. Okay. Reisinger! Frau Burkhardt! Tobias, bleib hier. Nein, ich geh mal kurz gucken. Ich bin's! Dr. Gruber! Machen Sie auf! Ich bin alleine hier! Sie brauchen keine Angst haben! Wie haben Sie uns gefunden? Machen Sie auf, Herr Reisinger! So leichte Krämpfe. Ne? Sind die Kindesbewegungen schwächer geworden vielleicht? Nein. Aber was ist denn sonst los mit mir? Tja, ich vermute, da steckt mehr dahinter als ein grippaler Infekt, sonst wäre das Fieber nicht gesunken. Die Laborergebnisse sind auch zu diffus zum Krankheitsbild. So, das würde mich jetzt eigentlich nur interessieren, was eigentlich passiert ist. Das macht nur Sinn, wenn wir Ihnen die ganze Geschichte erzählen. Ich höre. Kurz nachdem unser Bataillon hier in Österreich stationiert wurde, da fing ich an, mich ständig müde und ausgelaugt zu fühlen. Nach dem ersten längeren Marsch war ich völlig am Ende. Ich hab fast keine Luft mehr bekommen und konnte mich kaum noch bewegen. Ich hatte Fieber, aber immer nur ganz kurz. Und später beim Arzt war dann alles wieder normal. Die haben mich dann als Drückeberger hingestellt. Als Feigling. Da war ich für die Kompanie Freiwild. Ich habe versucht, die Sprüche zu ignorieren. Aber dann fingen sie an, mich nachts aus dem Bett zu holen. Haben mich an den Heizungsrohr gehängt. Und jeder, der Lust hatte, durfte mich mit einem nassen Handtuch verdreschen. Nassversack haben sie das genannt. Mal sehen. Schauen Sie mal bitte. Und dann ist dann irgendwann der Kragen geplatzt. Okay. Wann war das? Vor 2 Tagen. Als Sie gestern wieder reingekommen sind, habe ich mich gewehrt. Den Feldwebel mit dem Kopf gegen die Heizung geknallt. Überall war Blut. Er hat da gelegen wie tot. Dann bin ich abgehauen. Aber es war notwendig. Die hat mich irgendwann noch umgebracht. Sie müssen ihm glauben, er ist unschuldig. Verstehe ich das richtig, dass Ihre früheren Krankheitssymptome so aussahen wie die Ihrer Freundin jetzt? In etwa so, ja. Sie hatten beide Fieberschübe, die nicht lange angedauert haben. Ja? Heißt das, dass wir dieselbe Krankheit haben? Es ist möglich. Sie äußert sich nur unterschiedlich stark. Also, das gibt's noch nicht. Da waren wir ja fast 2 Jahre lang Nachbarn. Ui. Bisschen Kraut? Aber gerne. Tompkins Square, sagen Sie? Ja. Ja, dann kennen Sie doch bestimmt diesen kleinen Bagel-Laden. Ja, klar, der ist sechste Ecke Broadway. Bingo. Der hat diese unfassbaren Teile mit Roastbeef drauf. Das sind die weltbesten Bagels. Dann muss es uns erst nach Elmar verschlagen, dass wir uns hier kennenlernen. Also das ist doch unglaublich. Ja. Ja. So klein ist die Welt. Zum Wohl. Zum Wohl, Herr Doktor. Und was hat Sie damals nach New York geführt? Ich war 2 Jahre bei Magnum unter Vertrag. Die haben dort ihr Nordamerika-Büro. Und Magnum? Ja, das ist eine große Fotoagentur. Aha. Ja. Möchtest du noch ein bisschen was von dem Kröstl? Ja, aber gerne. Also das schmeckt wirklich ganz ausgezeichnet. Freut mich. Ein bisschen mehr wissen? Ich traue diesem Dr. Gruber nicht. Wir werden hier in der Gegend schon irgendwo einen anderen Unterschlupf finden. Weißt du, er ist vielleicht ein guter Arzt, aber ich glaube nicht, dass er für uns seinen Job riskieren wird. Weißt du was? Ich glaube, das hat er schon längst getan. Thank you.
Morgen, Christina. Guten Morgen. Die Laborergebnisse von Tobias Reisinger. Okay. Ja, das habe ich befürchtet. Was denn? Ja, sein Blutbild liegt im Großen und Ganzen genauso in den Normen wie das seiner Freundin. Haben die beiden sich schon gemeldet? Nein, ich habe es auch schon probiert. Teilnehmer vorübergehend nicht erreichbar. Tun Sie mir einen Gefallen und versuchen herauszufinden, wo dieses deutsche Bataillon stationiert ist, ja? Danke. Soll ich Dr. Melchinger informieren, dass er Sie wieder vertritt? Ja, tun Sie das. Also Sie vermuten, Herr Kollege, dass der Flüchtige an einer schweren Krankheit leidet, die wir bei unseren Untersuchungen hier übersehen haben sollen. Dr. Wegmann, ich möchte nur die Kopie seiner Krankenakte sehen. Ich bin auf der Suche nach einer Erklärung für seine Schwächeanfälle, das ist alles. Sie wissen, wo ein gesuchter Verbrecher untergetaucht ist. Und Sie besitzen die Dreistigkeit, hier einfach hereinzumarschieren und nach seiner Krankenakte zu fragen. Kleine Gegenfrage, Herr Kollege. Haben Sie Angst, dass ich Dinge entdecke, die auf seine Misshandlung schließen lassen? Keine Sorge, die Hämatome im Thoraxbereich sprechen Bände. Was für Misshandlungen sollen denn das bitte schön sein? Dr. Wegmann, wir beide wissen ganz genau, was hier passiert ist. Tobias Reisinger leidet womöglich an einer sehr schweren Krankheit und hat möglicherweise auch seine hochschwangere Freundin damit angesteckt. Ich bitte Sie als Kollege daher, mir einfach nur zu helfen, herauszufinden, was den beiden fehlt. Mehr nicht. Es tut mir leid, Dr. Gruber. Ich kann Ihnen nicht helfen. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden. Ihnen ist hoffentlich klar, dass Sie mit dem Leben eines ungeborenen Kindes spielen. Schönen Tag noch. Und Ihnen ist hoffentlich klar, dass ich die Feldjäger über Ihren Besuch hier unterrichten werde. Ja, grüßen Sie Ihren Perzelmeier von mir. Ja? Ich habe vorhin mitbekommen, dass Sie wegen Tobias hier sind. Ja. Sie sind von der Polizei, oder? Kennen Sie Tobias Reisinger? Wir waren zusammen auf der Schule. Keine dicken Freunde oder sowas. Aber leid hat er mir schon. Warum? Haben ihn ganz schön fertig gemacht in seiner Kompanie. Ich glaube nicht, dass er es getan hat. Tobias ist einfach nicht der Typ, der auf andere losgeht. Sagen Sie, wissen Sie, ob er früher mal krank war? Also ernsthaft krank war? Oder jemand aus seiner Familie? Was meinen Sie? Nee, ich bin nicht von der Polizei. Ich bin sein Arzt. Ich möchte ihm helfen. So gut kenne ich ihn nicht. Wir hatten nur in der Oberstufe Sport zusammen. Allerdings hat er während der Abi-Zeit ziemlich oft gefehlt. Ach ja, einmal ist er beim Basketball zusammengebrochen. War das ungefähr im selben Zeitraum? Ja, ihm ging es aber nach ein paar Minuten wieder besser. Ober, Junge. Guten Tag. Hallo, Martin. Roman, ich müsste dich dringend sprechen hier. Ich habe mir mal über Franny und Tobias nachgedacht. Nach dem Rückweg habe ich die definitive Schnittmenge als Symptome gemacht. Mattheit, Müdigkeit, plötzliche Fieberschübe, Erschöpfung. Genau. Und das bei zwei bisher kerngesunden jungen Menschen, die keiner besonderen Risikogruppe angehören. Eine Allergie? Unwahrscheinlich, hätte man schon entdeckt. Ich habe da einen ganz anderen Gedanken, Roman. Welche Krankheit mit großer Verbreitung ist am schwierigsten zu diagnostizieren? Meist Epstein-Barr. Pfeifische Drüsenfieber. Yep, das Kissing Disease. Ja, eine der wenigen Krankheiten, die entweder übersehen oder viel zu spät entdeckt werden. Und ich vermute, dass er sie angesteckt hat. Ja, aber dann bleiben immer noch seine Anfälle. Ja, seine Anfälle sind im Gegensatz zu ihren Anfällen immer mit Stress oder großer körperlicher Belastung verbunden. Also Sportunterricht, Abitur, als bei der Bundeswehr. Ich vermute, dass der Kerl unter etwas ganz anderem leidet, was er schon seit Jahren mit sich rumschleppt. Vielleicht übersehe ich. Ich muss den Jungen dringend nochmal untersuchen. Roman, könntest du im Labor Bescheid geben, dass sie die beiden Blutproben auf pfeifisches Drüsenfieber untersuchen? Nur mal wieder raus. Christina, würden Sie mir einen Gefallen tun? Rufen Sie bitte eine Klinik in Halle an und fragen nach, ob vorgestern ein schwerverletzter Angehöriger der deutschen Bundeswehr eingeliefert wurde. Ja. Auf uns. Ich kann mich gar nicht dran erinnern, wann ich sowas das letzte Mal gemacht habe. Meinst du das Picknick oder die Tatsache, dass du einfach mal so spontan
Minuten freigenommen hast. Das genau wissen willst. Beides. Danke. Bitte. Das könntest du öfters haben. Ich habe mit meinem Verleger gesprochen. Ihm einen Vorschlag gemacht. Ich würde gern eine Fotoreportage über den wilden Kaiser, Elmar und die ganze Umgebung machen. Und weißt du, was er gesagt hat? Ja, dass er sich nichts Langweiligeres vorstellen kann. Nein, er war total begeistert. Wir hatten mehr Zeit, viel mehr Zeit für uns. Sehr schön. Ja. Julius, bitte. Bitte. Es hört sich vielleicht ein bisschen altmodisch an, aber ich glaube, es ist besser, wenn du mich heimbringst. Das ist die Mailbox von Tobias Reisinger. Die Nachrichten bitte nach dem PP. Frau Burkert, hier spricht Dr. Gruber. Ich bin jetzt in der Hütte, ich mache mir große Sorgen. So wie es aussieht, haben Sie beide sich mit dem pfeifferschen Drüsenfieber infiziert. Und in seltenen Fällen kann es auch zu einer Embryopathie kommen. Das heißt, dass auch Ihr Baby daran erkrankt ist. Rufen Sie mich bitte dringend zurück. Danke und sagen Sie, Ihr Mann soll aufhören, einen Helden zu spielen. Wiederhören. Die rote Krawatte überhaupt nicht schlecht? Nicht schlecht ist zu wenig für diesen Anlass, mein Lieber. Schau mal. Wow. Cool. Super, okay, oder? Super. Ja. Bist du eigentlich verliebt in die Susanne? Ja, die Susanne und ich, wir sind... Also ich... Ich war auch mal verliebt. In Fred. Aber der muss ja unbedingt mit dieser blöden Tanja knutschen. Weißt du überhaupt, was Knutschen ist? Natürlich. In unserer Klasse knutschen doch alle. Ich muss los. Schau, hier kommt der Eins hin, Süße. So, bis morgen. Tschüss. Übrigens, ich hab den Jungs von der Bergrettung Bescheid gesagt. Ah, die werden sich morgen an der Suche beteiligen. Sehr gut. Wir werden die zwei schon finden, ne? Ja. Vergangen. Es ist leider viel schlimmer. Tut mir leid, ich hätte das schon draußen sagen sollen, aber hier hat Jörg mir damals seinen Heiratsantrag gemacht. Er hat das volle Programm aufgefahren, den ganzen Saal gemietet und ein Streichquartett engagiert und den Ring im Champagner versteckt.
Weißt, ich war damals sehr glücklich. Das ist eine nette Idee mit dem Ring im Champagner. Ich hab das mal in New York erlebt. Da war ich mit der Julia essen. Ist am Nebentisch eine Dame fast dran erstickt. Wie geht's dir denn eigentlich, der Julia? Ich hoffe gut. Sein, dass ihr über den Hauptgang nicht hinauskommen seid? Lass es mich mal so formulieren. Der Abend ist nicht ganz so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. War eine einzige Katastrophe. Du kannst aber beruhigt sein. Du bist nicht der Einzige, dessen Liebesleben in Aufruhr ist. Aha. Die Mama. Der Martin und ich, wir fahren hoch zur Staffelalm. In den Heustadeln da oben haben wir schon öfters Ausreißer gefunden. Rudi, du klapperst die Bungalow-Neubauten auf dem Weg runter nach Hall ab. Und Hannes, du machst nochmal dieselbe Tour, die der Martin gemacht hat. Mhm. Vielleicht ist ja jetzt jemand in den Ferienhäusern untergetaucht. Ja, ist alles klar? Ja, gut. Gruber hier? Dr. Gruber, Sie sollten dringend hierher kommen. Was gibt es denn? Wir starten gerade so nach Tobias und Franny. Können Sie das nicht alleine klären? Nein, ich glaube, Sie müssen persönlich anwesend sein. Gut, ich komme. Dr. Gruber, hallo. Wir haben gehört, dass Ihnen der Aufenthaltsort von Tobias Reisinger bekannt ist. Wir fragen Sie daher noch einmal. Wo halten er und seine Freundin sich auf? Dass Sie sich mit einer Aussage strafbar machen können, haben Sie das Recht, die Aussage zu verweigern oder einen Anwalt hinzuzuziehen. Exakt. Ja. Es tut mir leid, meine Herren, ich weiß beim besten Willen nicht, wo die beiden sind. Ich lade es noch schnell auf. Der Akku muss gestern Abend schlapp gemacht haben. Du, ich hab so einen Durst. Ich hab etwas weiter oberhalb einen kleinen Bach gesehen. Tobias Reisinger? Reisinger! Warten Sie! Fanny! Wir müssen los! Wir haben uns entdeckt! Tobias! Alles noch in Ordnung? Moment. Dr. Gruber. Ja? Ich habe Ihren schwer verletzten Soldaten gefunden. Was haben Sie? Ein Feldwebel Apelt wurde in die Klinik in Hall eingeliefert. Station, Zimmernummer, behandelnder Arzt. Das war eine Arztschrift. Hans. Martin. Komm hoch zur Staffelalm. Beeil dich. Ganz ruhig weiteratmen, ja? Schwächeanfall mehr. Da klären muss Erscheinungen. Wir brauchen Rettungshubschrauber schnell. Servus, das ist der Hans. Wir brauchen dringend einen Heli. Oben auf der Staffelalm. Beeilt euch bitte. Kann er sterben? Bringen wir ihn erstmal ins Krankenhaus. Tobias Reisinger, Sie sind festgenommen. Wir sind verpflichtet, Sie augenblicklich Ihrem Disziplinarvorgesetzten zu überstellen. Und Sie kommen am besten gleich mit, Dr. Gruber. Der Patient hat eine Myasthenie, das ist eine leistungsabhängige Muskelschwäche. Die kann zu Herz- und Atemstillstand führen. Ich würde Sie bitten, im Moment davon Abstand zu nehmen. Ja? Der Hubschrauber ist schon unterwegs, ja? Oh mein Gott, was? Oh! Fanny. Oh mein Gott, ich glaube, es geht los. Okay.
Was? Ruf den Roman an, er soll herkommen, schnell. Nicht so früh. Alles gut. Schauen Sie mich an. Ruhig atmen, nicht pressen, okay? Können wir vielleicht irgendwie helfen? Ja, fahren Sie runter zu der Weggabelung. Da kommt ein grüner Mercedes, Dr. Melchinger. Den bringen Sie bitte her. Schauen Sie mich an. Ruhig atmen, nicht pressen. Okay, nicht pressen, ruhig atmen, okay? Sie sind in guten Händen. Er weiß, wie es geht. Mann, mit Verdacht auf Myasthenie. Leben Sie scheinen eine schwere Atemnot, Sauerstoff auf 70. Was ist mit dir? Schwanger, 33. Woche, wird bodengebunden transportiert. Okay. Dr. Melchinger kommt. Keine Sorgen. Dr. Melchinger hat schon Dutzende Kinder auf die Welt gebracht. Ja, und Sie? Waren Sie auch schon bei einer Geburt dabei? Ja. Das war bei der Geburt von meiner Tochter. Na, dann sind Sie ja eindeutig der größere Experte von uns beiden. Naja. Ich fühle mich aber wieder topfit. Jetzt lassen Sie mich ja nicht zu Franny. Tobias, du bleibst hier. Du wirst vorhin beinahe gestorben. Du leidest an einer schweren Autoimmunerkrankung. Will das nicht in deinen Kopf hinein? Na, das ist mal ein angenehmer Notfall. Stabiler Puls, stabile Atmung, keine inneren und äußeren Verletzungen. Der Junge ist wach und orientiert. Ich hoffe, Sie haben eine tolerante Krankenversicherung, die Ihnen auch den Hubschrauberflug erstattet. Ansonsten halten Sie sich entspannt an meinen Kollegen hier. Alexander, kommst du kurz? Dieser Junge, wie du meinen Patienten nennst, leidet seit Monaten an spontanen Lähmungserscheinungen. Sein Immunsystem ist belastet durch das pfeifersche Drüsenfieber. Myasthenie. Eine seltene Form der Muskelschwäche. Schon mal gehört? Unser Sherlock Holmes, der Mediziner. Martin, ich werde diesen Patienten hier entlassen, weil er für mich putzmunter ist. Ja. Mir geht's wieder gut, Dr. Grub. Wirklich. Und Franny braucht mich. Tobias, bitte. Ich werde jetzt aufstehen, mich anziehen und dann werde ich zu ihr gehen. Tobias. Er atmet nicht mehr. Die Lähmung blockiert seine Atmung, Intubation, Alexander. Okay, fixieren. Null Linie. So, übernehmen Sie. Komm schon, Tobias. Wir brauchen bis die Null. Werden Sie bitte schnell. Wieder ein Sinusrhythmus. Tja, der Junge ist putzmunter, Alexander. Möchtest du ihn gleich nach Hause schicken oder hier warten, bis der nächste Anfall ihn umbringt? Mist, die nun läuft. Martin, das Baby ist da. Wie geht's dem Tobias? Alles in Ordnung, er ist über den Berg. Tobias! Franny. Wir haben eine kleine Tochter bekommen. Das ist wunderschön. Guten Tag, Herr Feldwebel. Es freut mich sehr zu sehen, dass es Ihnen wieder besser geht. Oh. Sie haben viele Freunde. Aber der Bundeswehr. Es ist immer wieder erstaunlich, dass leichte Gehirnerschütterungen, Prellungen so aufgebauscht werden. Finden Sie nicht? Sagen Sie mal, wer sind Sie überhaupt? Mich behandelt Dr. Nussbaum hier. Stellen Sie sich raus hier. Verzeihen Sie. Mein Name ist Dr. Grube. Ich bin der behandelnde Arzt von Tobias Reisinger. Ich habe ihm
einen Attest ausgestellt, welches ihn bis auf Weiteres vom Dienst der Bundeswehr befreit. Hat der Drückeberger endlich einen Dummen gefunden, der ihm seine Geschichten glaubt, ha? Knappelt. Es ist immer die Frage, wer der Dumme in einer Geschichte ist, nicht wahr? Es könnte sein, dass Sie in dieser Sache dann letztendlich der Dumme sind. Glauben Sie wirklich, dass sich ein Rekrut weigert, gegen Sie auszusagen? Glauben Sie wirklich, dass sich irgendeiner das meiner als strafbar macht, nur um Sie zu decken? Ich würde Ihnen also empfehlen, Ihre Aussage zurückzuziehen. Denn sonst könnte es sehr leicht sein, dass Sie derjenige sind, der ins Gefängnis geht.
ja auch seine hochschwangere Freundin damit angesteckt. Ich bitte Sie als Kollege daher, mir einfach nur zu helfen, herauszufinden, was den beiden fehlt. Mehr nicht. Es tut mir leid, Dr. Gruber. Ich kann Ihnen nicht helfen. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden. Ihnen ist hoffentlich klar, dass Sie mit dem Leben eines ungeborenen Kindes spielen. Schönen Tag noch. Und Ihnen ist hoffentlich klar, dass ich die Feldjäger über Ihren Besuch hier unterrichten werde. Ja, grüßen Sie Herrn Perzelmeier von mir. Ja? Ich habe vorhin mitbekommen, dass Sie wegen Tobias hier sind. Ja. Sie sind von der Polizei, oder? Kennen Sie Tobias Reisinger? Wir waren zusammen auf der Schule. Keine dicken Freunde oder sowas. Aber Leid hat er mir schon. Warum? Haben ihn ganz schön fertig gemacht in seiner Kompanie. Ich glaube nicht, dass er es getan hat. Tobias ist einfach nicht der Typ, der auf andere losgeht. Sagen Sie, wissen Sie, ob er früher mal krank war? Also ernsthaft krank war? Oder jemand aus seiner Familie? Was meinen Sie? Nee, ich bin nicht von der Polizei. Ich bin sein Arzt. Ich möchte ihm helfen. So gut kenne ich ihn nicht. Wir hatten nur in der Oberstufe Sport zusammen. Allerdings hat er während der Abi-Zeit ziemlich oft gefehlt. Ach ja, einmal ist er beim Basketball zusammengebrochen. War das ungefähr im selben Zeitraum? Ja, ihm ging es aber nach ein paar Minuten wieder besser. Guten Tag. Hallo, Martin. Roman, ich müsste dich dringend sprechen hier. Ich habe mir mal über Franny und Tobias nachgedacht. Nach dem Rückweg habe ich die definitive Schnittmenge als Symptome gemacht. Mattheit, Müdigkeit, plötzliche Fieberschübe, Erschöpfung. Genau. Und das bei zwei bisher kerngesunden jungen Menschen, die keiner besonderen Risikogruppe angehören. Eine Allergie? Unwahrscheinlich, hätte man schon entdeckt. Ich habe da einen ganz anderen Gedanken, Roman. Welche Krankheit mit großer Verbreitung ist am schwierigsten zu diagnostizieren? Meist Epstein-Barr. Pfeifische Drüsenfieber. Yep, das Kissing Disease. Ja, eine der wenigen Krankheiten, die entweder übersehen oder viel zu spät entdeckt werden. Und ich vermute, dass er sie angesteckt hat. Ja, aber dann bleiben immer noch seine Anfälle. Ja, seine Anfälle sind im Gegensatz zu ihren Anfällen immer mit Stress oder großer körperlicher Belastung verbunden. Also Sportunterricht, Abitur, als bei der Bundeswehr. Ich vermute, dass der Kerl unter etwas ganz anderem leidet, was er schon seit Jahren mit sich rumschleppt. Vielleicht übersehen. Ich muss den Jungen dringend nochmal untersuchen. Roman, könntest du im Labor Bescheid geben, dass sie die beiden Blutproben auf pfeifisches Drüsenfieber untersuchen? Leerstehende Berghütte oder ein unbewohntes Ferienhaus oder sowas. Auf alle Fälle etwas, wo es keine Nachbarn gibt, die Polizei rufen können. Hans, brauch die Unterstützung. Scheune oben bei der Blinzahl? Da sind sie. Okay, dann komm ich da mal hin. Fahr du schon mal los, ich möchte das gerne alleine machen. Ja, die beiden sind einfach ein bisschen nervös. Okay. Herr Reisinger! Frau Burkhardt! Tobias, bleib hier. Nein, ich geh mal kurz gucken. Ich bin's! Dr. Gruber! Machen Sie auf! Ich bin alleine hier! Sie brauchen keine Angst haben. Wie haben Sie uns gefunden? Machen Sie auf, Herr Reisinger. So leichte Krämpfe. Ne? Sind die Kindesbewegungen schwächer geworden vielleicht? Nein. Aber was ist denn sonst los mit mir? Tja, ich vermute, da steckt mehr dahinter als ein grippaler Infekt, sonst wäre das Fieber nicht gesunken. Die Laborergebnisse sind auch zu diffus zum Krankheitsbild.
Würde mich jetzt eigentlich nur interessieren, was eigentlich passiert ist. Das macht nur Sinn, wenn wir Ihnen die ganze Geschichte erzählen. Ich höre. Kurz nachdem unser Bataillon hier in Österreich stationiert wurde, da fing ich an, mich ständig müde und ausgelaugt zu fühlen. Nach dem ersten längeren Marsch war ich völlig am Ende. Ich hab fast keine Luft mehr bekommen und konnte mich kaum noch bewegen. Ich hatte Fieber, aber immer nur ganz kurz. Und später beim Arzt war dann alles wieder normal. Die haben mich dann als Drückeberger hingestellt. Als Feigling. Da war ich für die Kompanie Freiwild. Ich habe versucht, die Sprüche zu ignorieren. Aber dann fingen sie an, mich nachts aus dem Bett zu holen. Haben mich an einen Heizungsrohr gehängt und jeder, der Lust hatte, der... Misty, nun läuft. Komm schon, Tobias. Sie machen das ganz wunderbar, Frau Burkhardt. Ich kann schon das Köpfchen sehen. Na, alles klar. Oma. Martin, das Baby ist da. Wie geht's dem Tobias? Alles in Ordnung, ist über den Berg. Tobias! Franny. Wir haben eine kleine Tochter bekommen. Sie ist wunderschön. Guten Tag, Herr Feldwebel. Es freut mich sehr zu sehen, dass es Ihnen wieder besser geht. Oh, Sie haben viele Freunde. Aber bei der Bundeswehr. Es ist immer wieder erstaunlich, dass leichte Gehirnerschütterungen, Prellungen so aufgebauscht werden. Finden Sie nicht? Sagen Sie mal, wer sind Sie überhaupt? Mich behandelt Dr. Nussbaum hier. Stellen Sie sich raus hier. Verzeihen Sie. Mein Name ist Dr. Gruber. Ich bin der behandelnde Arzt von Tobias Reisinger. Ich habe ihm einen Attest ausgestellt, welches ihn bis auf Weiteres vom Dienst der Bundeswehr befreit. Hat der Drückeberger endlich einen Dummen gefunden, der ihm seine Geschichten glaubt? Gerappelt. Es ist immer die Frage, wer der Dumme in einer Geschichte ist, nicht wahr? Es könnte sein, dass Sie in dieser Sache dann letztendlich der Dumme sind. Glauben Sie wirklich, dass sich ein Rekrut weigert, gegen Sie auszusagen? Glauben Sie wirklich, dass sich irgendeiner das meine als strafbar macht, nur um Sie zu decken? Ich würde Ihnen also empfehlen, Ihre Aussage zurückzuziehen. Denn sonst könnte es sehr leicht sein, dass Sie derjenige sind, der ins Gefängnis geht. Fand die rote Krawatte überhaupt nicht schlecht? Nicht schlecht ist zu wenig für diesen Anlass, mein Lieber. Schau mal. Wow. Cool. Super, okay, oder? Super. Bist du eigentlich verliebt in die Susanne? Ja, die Susanne und ich, wir sind... Also ich... Ich war auch mal verliebt. In Fred. Der muss ja unbedingt mit dieser blöden Tanja knutschen.
Weißt du überhaupt, was Knutschen ist? Natürlich. In unserer Klasse knutschen doch alle. Ich muss los. Schau, hier kommt deine Eins, Süße. So, bis morgen. Tschüss. Übrigens, ich hab den Jungs von der Bergrettung Bescheid gesagt. Ah, die werden sich morgen an der Suche beteiligen. Sehr gut. Wir werden die zwei schon finden, ne? Ja. Vergangen. Das ist leider viel schlimmer. Tut mir leid, ich hätte das schon draußen sagen sollen, aber hier hat Jörg mir damals seinen Heiratsantrag gemacht. Er hat das volle Programm aufgefahren, den ganzen Saal gemietet und ein Streichquartett engagiert und den Ring im Champagner versteckt. Weißt, ich war damals sehr glücklich. Das ist eine nette Idee mit dem Ring im Champagner. Ich habe das mal in New York erlebt, da war ich mit der Julia essen, ist am Nebentisch eine Dame fast dran erstickt. Wie geht's dir denn eigentlich, der Julia? Ich hoffe gut. Danke. Kann es sein, dass ihr über den Hauptgang nicht hinauskommen seid? Es tut mir leid, Dr. Gruber. Ich kann Ihnen nicht helfen. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden. Ihnen ist hoffentlich klar, dass Sie mit dem Leben eines ungeborenen Kindes spielen. Schönen Tag noch. Und Ihnen ist hoffentlich klar, dass ich die Feldjäger über Ihren Besuch hier unterrichten werde. Ja, grüßen Sie Herrn Perzelmeier von mir. Ich habe vorhin mitbekommen, dass Sie wegen Tobias hier sind. Ja. Sie sind von der Polizei, oder? Kennen Sie Tobias Reisinger? Wir waren zusammen auf der Schule. Keine dicken Freunde oder sowas. Aber Leid hat er mir schon. Warum? Haben ihn ganz schön fertig gemacht in seiner Kompanie. Ich glaube nicht, dass er es getan hat. Tobias ist einfach nicht der Typ, der auf andere losgeht. Sagen Sie, wissen Sie, ob er früher mal krank war? Also ernsthaft krank war? Oder jemand aus seiner Familie? Was meinen Sie? Nee, ich bin nicht von der Polizei. Ich bin sein Arzt. Ich möchte ihm helfen. So gut kenne ich ihn nicht. Wir hatten nur in der Oberstufe Sport zusammen. Allerdings hat er während der Abi-Zeit ziemlich oft gefehlt. Ach ja, einmal ist er beim Basketball zusammengebrochen. War das ungefähr im selben Zeitraum? Ja, ihm ging es aber nach ein paar Minuten wieder besser. Ich habe mir mal über Franny und Tobias nachgedacht. Auf dem Rückweg habe ich die definitive Schnittmenge als Symptome gemacht. Mattheit, Müdigkeit, plötzliche Fieberschübe, Erschöpfung. Genau. Und das bei zwei bisher kerngesunden jungen Menschen, die keiner besonderen Risikogruppe angehören. Eine Allergie? Unwahrscheinlich, hätte man schon entdeckt. Ich habe da einen ganz anderen Gedanken, Roman. Welche Krankheit mit großer Verbreitung ist am schwierigsten zu diagnostizieren? Meist Epstein-Barr. Pfeifische Drüsenfieber. Yep, das Kissing Disease. Ja, eine der wenigen Krankheiten, die entweder übersehen oder viel zu spät entdeckt werden. Und ich vermute, dass er sie angesteckt hat. Ja, aber dann bleiben immer noch seine Anfälle. Ja, seine Anfälle sind im Gegensatz zu ihren Anfällen immer mit Stress oder großer körperlicher Belastung verbunden. Also Sportunterricht, Abitur, als bei der Bundeswehr. Ich vermute, dass der Kerl unter etwas ganz anderem leidet, was er schon seit Jahren mit sich rumschleppt. Vielleicht übersehen. Ich muss den Jungen dringend nochmal untersuchen. Roman, könntest du im Labor Bescheid geben, dass sie die beiden Blutproben auf pfeifisches Drüsenfieber untersuchen? Nur mal, Christina, würden Sie mir einen Gefallen tun? Rufen Sie bitte eine Klinik in Halle an und fragen nach, ob vor... Aha.
Die Mama. Der Martin und ich, wir fahren hoch zur Staffelalm. In den Heustadeln da oben haben wir schon öfters Ausweise gefunden. Rudi, du klapperst die Bungalow-Neubauten auf dem Weg runter nach Hall ab. Und Hannes, du machst nochmal dieselbe Tour, die der Martin gemacht hat. Mhm. Vielleicht ist ja jetzt jemand in den Ferienhäusern untergetaucht. Ja, ist alles klar? Ja, gut. Gruber hier? Dr. Gruber, Sie sollten dringend hierher kommen. Was gibt es denn? Wir starten gerade so nach Tobias und Franny. Können Sie das nicht alleine klären? Nein, ich glaube, Sie müssen persönlich anwesend sein. Gut, ich komme. Dr. Gruber, hallo. Wir haben gehört, dass Ihnen der Aufenthaltsort von Tobias Reisinger bekannt ist. Wir fragen Sie daher noch einmal, wo halten er und seine Freundin sich auf? Dass Sie sich mit einer Aussage strafbar machen können, haben Sie das Recht, die Aussage zu verweigern oder einen Anwalt hinzuzuziehen. Exakt. Ja. Es tut mir leid, meine Herren, ich weiß beim besten Willen nicht, wo die beiden sind. Ich lade es doch schnell auf. Der Akku muss gestern Abend schlapp gemacht haben. Du, ich hab so einen Durst. Ich hab etwas weiter oberhalb einen kleinen Bach gesehen. Tobias Reisinger? Reisinger! Warten Sie! Ronny! Wir müssen los! Wir haben uns entdeckt! Alles in Ordnung? Moment. Dr. Gruber! Ja? Ich habe hier einen schwer verletzten Soldaten gefunden. Was haben Sie? Ein Feldwebel Apelt wurde in die Klinik Hall eingeliefert. Station, Zimmernummer, behandelnder Arzt. Das war eine Handschrift. Hans! Martin! Komm hoch zur Staffelalm. Beeil dich. Ganz ruhig weiter. Ja? Altmodisch an, aber ich glaube, es ist besser, wenn du mich heimbringst. Herr Reisinger, Frau Burkhardt. Burkhardt, hier spricht Dr. Gruber. Ich bin jetzt in der Hütte, ich mache mir große Sorgen. So wie es aussieht, haben Sie beide sich mit dem pfeifferschen Drüsenfieber infiziert. Und in seltenen Fällen kann es auch zu einer Embryopathie kommen. Das heißt, dass auch Ihr Baby daran erkrankt ist. Rufen Sie mich bitte dringend zurück. Danke, und sagen Sie, Ihr Mann soll aufhören, einen Helden zu spielen. Wiederhören. Fahren wir dann endlich weiter nach Italien. Dann wird alles gut.
fand die rote Krawatte überhaupt nicht schlecht. Nicht schlecht ist zu wenig für diesen Anlass, mein Lieber. Schau mal. Wow. Cool. Super, ist okay, oder? Ja. Bist du eigentlich verliebt in die Susanne? Ja, die Susanne und ich, wir sind... Also ich... Ich war auch mal verliebt. In Fred. Aber der muss ja unbedingt mit dieser blöden Tanja knutschen. Weißt du überhaupt, was Knutschen ist? Natürlich. In unserer Klasse knutschen doch alle. Ich muss los. Schau, hier kommt der Eins hin, Süße. So, bis morgen. Tschüss. Übrigens, ich hab den Jungs von der Bergrettung Bescheid gesagt. Ah, die werden sich morgen an der Suche beteiligen. Sehr gut. Wie heißt denn die Gynäkologe? Wir sind... Also ich bin auf der Durchreise. Muss ich Ihnen aber einen Strich durch die Rechnung machen. Ich würde Ihnen vorschlagen, dass Sie sich hier in der Nähe irgendwo ein Zimmer suchen. Wir werden Ihnen morgen einen Termin machen in der Gynäkologie in Hall. Ja? Wie kann ich Sie denn erreichen? Erreichen? Ja, erreichen. Wegen der Laborwerte. Ach so. Ich schreibe Ihnen meine Handynummer auf. Okay. Gut. Danke. Alles Gute. Los. Christina? Ja? Ja, das ist Frau Meilinger. Haben Sie mit ihr morgen einen Termin Krankenhaus gemacht? Termin? Naja, sie sollte mit Ihnen einen Termin vereinbaren. Die hat sich direkt verabschiedet und ist gegangen. Vor ein paar Minuten. Wieso? Was ist denn? Komisch. Irgendwas stimmt mit den beiden nicht. Gesagt, sie ist privat versichert und will die Rechnung bar bezahlen. Die Versicherungskarte hatte sie natürlich vergessen. Soll ich trotzdem im Krankenhaus anrufen und für die Patientin einen Termin in der gynäkologischen machen? Ja, probieren müssen wir es. Versuchen Sie, Frau Meininger übers Handy zu erreichen. Wobei, irgendetwas sagt mir, dass sie morgen nicht im Krankenhaus auftauchen wird. Aber wäre das bei einem Infekt denn so schlimm? Ich meine, es gibt doch keine Anzeichen für ein gynäkologisches Problem, oder? Nein. Das ist aber auch nicht der Punkt. In meiner ersten Woche als Assistenzarzt in New York, da kam eine junge, hochschwangere Frau zu mir in die Notaufnahme. Sie hatte die klassischen Symptome einer Grippe. Wir gaben ihr ein Antibiotikum. Es war alles gut. Die Laborwerte waren auch gut. Und plötzlich ging es ihr schlecht. Viel schlechter. Bis wir herausgefunden haben, was es für ein Virus war. War es zu spät. Am nächsten Tag durfte ich dem Mann mitteilen, dass seine Frau und seine ungeborene Tochter verstorben waren. Verstehen Sie? Dann rufen Sie bitte das Labor an und stellen das Gespräch rüber. Ja. Übernachten? Verdammt nochmal, Franny! Die sind bestimmt schon hinter mir her. Wir müssen weiter. Wir können nicht eher weiter, bis wir nicht sicher sein können, dass es dem Baby gut geht, Tobias. Ja, du hast ja recht. Mensch, diese verfluchten Schweine! Lass uns die Laborergebnisse abwarten, sicherheitshalber. Und dann überlegen wir in Ruhe, wie es... Leerstehende Berghütte oder ein unbewohntes Ferienhaus oder sowas. Auf alle Fälle etwas, wo es keine Nachbarn gibt, die die Polizei rufen können. Hans, braucht ihr die Unterstützung? Scheune oben bei der Blinzahl? Da sind sie. Okay. Dann komm ich da mal hin. Fahr du schon mal los, ich möchte das gerne alleine machen. Nee, die beiden sind einfach ein bisschen nervös. Okay. Reisinger!
Frau Burkhardt! Tobias, bleib hier. Nein, ich geh mal kurz gucken. Ich bin's! Dr. Gruber! Machen Sie auf! Ich bin alleine hier! Sie brauchen keine Angst haben! Wie haben Sie uns gefunden? Machen Sie auf, Herr Reisinger! So leichte Krämpfe. Ne? Sind die Kindesbewegungen schwächer geworden vielleicht? Nein. Aber was ist denn sonst los mit mir? Tja, ich vermute, da steckt mehr dahinter als ein grippaler Infekt, sonst wäre das Fieber nicht gesunken. Die Laborergebnisse sind auch zu diffus zum Krankheitsbild. So, dann würde mich jetzt eigentlich nur interessieren, was eigentlich passiert ist. Das macht nur Sinn, wenn wir Ihnen die ganze Geschichte erzählen. Ich höre. Kurz nachdem unser Bataillon hier in Österreich stationiert wurde, da fing ich an, mich ständig müde und ausgelaugt zu fühlen. Nach dem ersten längeren Marsch war ich völlig am Ende. Ich hab fast keine Luft mehr bekommen und konnte mich kaum noch bewegen. Ich hatte Fieber, aber immer nur ganz kurz. Und dann später beim Arzt war dann alles wieder normal. Die haben mich dann als Drückeberger hingestellt. Als Feigling. Da war ich für die Kompanie Freiwild. Ich habe versucht, die Sprüche zu ignorieren. Aber dann fing sie an, mich nachts aus dem Bett zu holen. Haben mich an den Heizungsrohr gehängt. Und jeder, der Lust hatte, der... Reisinger? Frau Burkhardt? Das ist die Mailbox von Tobias Reisinger. Die Nachrichten bitte nach dem PP. Frau Burkhardt, hier spricht Dr. Gruber. Ich bin jetzt in der Hütte, ich mache mir große Sorgen. So wie es aussieht, haben Sie beide sich mit dem pfeifferschen Drüsenfieber infiziert. Und in seltenen Fällen kann es auch zu einer Embryopathie kommen. Das heißt, dass auch Ihr Baby daran erkrankt ist. Rufen Sie mich bitte dringend zurück. Danke und sagen Sie, Ihr Mann soll aufhören, einen Helden zu spielen. Wiederhören. Die rote Krawatte überhaupt nicht schlecht? Nicht schlecht ist zu wenig für diesen Anlass, mein Lieber. Schau mal. Wow. Cool. Super, okay, oder? Ja. Bist du eigentlich verliebt in die Susanne? Ja, die Susanne und ich, wir sind... Also ich... Ich war auch mal verliebt. In Fred. Aber der muss ja unbedingt mit dieser blöden Tanja knutschen. Weißt du überhaupt, was Knutschen ist? Natürlich. In unserer Klasse knutschen doch alle. Ich muss los. Schau, hier kommt der Eins hin, Süße. So, bis morgen. Tschüss. Übrigens, ich hab den Jungs von der Bergrettung Bescheid gesagt. Ah, die werden sich morgen an der Suche beteiligen. Sehr gut. Wir werden die zwei schon finden, ne? Ja. Auf dem Weg runter nach Hall ab. Und Hannes, du machst nochmal dieselbe Tour, die der Martin gemacht hat. Mhm. Vielleicht ist ja jetzt jemand in den Ferienhäusern untergetaucht. Ja, ist alles klar? Ja, gut.
Gruber hier? Dr. Gruber, Sie sollten dringend hierher kommen. Was gibt es denn? Wir starten Ihre Suche nach Tobias und Franny. Können Sie das nicht alleine klären? Nein, ich glaube, Sie müssen persönlich anwesend sein. Gut, ich komme. Dr. Gruber, hallo. Wir haben gehört, dass Ihnen der Aufenthaltsort von Tobias Reisinger bekannt ist. Wir fragen Sie daher noch einmal, wo halten er und seine Freundin sich auf? Dass Sie sich mit einer Aussage strafbar machen können, haben Sie das Recht, die Aussage zu verweigern oder einen Anwalt hinzuzuziehen. Exakt. Ja. Es tut mir leid, meine Herren, ich weiß beim besten Willen nicht, wo die beiden sind. Ich lade es doch schnell auf. Der Akku muss gestern Abend schlapp gemacht haben. Du, ich hab so einen Durst. Ich hab etwas weiter oberhalb einen kleinen Bach gesehen. Ist bestimmt alles in Ordnung. Tobias Reisinger? Reisinger! Warten Sie! Manni! Wir müssen los! Wir haben uns entdeckt! Tobias! Alles in Ordnung? Moment. Dr. Gruber. Ja? Ich habe hier einen schwer verletzten Soldaten gefunden. Was haben Sie? Ein Feldwebel Apelt wurde in die Klinik in Hall eingeliefert. Station, Zimmernummer, behandelnder Arzt. So eine Handschrift. Hans. Martin. Komm hoch zur Staffelalm. Beeil dich. Ganz ruhig weiteratmen, ja? Schwächeanfall mehr. Erklärungserscheinungen. Wir brauchen Rettungshubschrauber, schnell. Servus, das ist der Hans. Wir brauchen dringend einen Heli. Oben auf der Staffel ein. Beeilt euch bitte.